Hallo Leute und herzlich willkommen zu Mainz AS. Ich glaube, das Spiel haben wir noch nie gespielt, das Overlay kommt mir aber ein bisschen bekannt vor. Ja, wir spielen das Spiel heute. Ich habe wie immer keine Ahnung, um was das geht. Ja, geht jetzt auch mal los, Alter. Wow. Okay, das war wild. Alter. Please. Ich kann nicht aufwachen. Alter. Ich würde einfach wieder einschlafen, Digga. Ich hab gar keinen Bock auf das. Kannst du mal die Fresse halten, bitte? Digga, kann man das Radio bitte ausschalten? Das ist creepy as fuck. Okay, also. Irgendjemand wollte uns aufwecken. Hat's obviously auch geschafft. Ich weiß nicht, wer oder was das ist. Okay, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das schon immer hier war. Diese Spanplatte wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wir gehen mal. Tja, diese Musik. Okay, wir können hier auch irgendwie nichts öffnen. Also außer Türen. Deswegen gehen wir jetzt mal hier raus. Ich glaube, ich kenne das Spiel von Tulfa. Aber. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie oder was man machen muss. Das ist eigentlich noch. Lol, das sieht genauso aus wie das Haus von Dings. Ja, hier geht's auch hoch, oder? Ah, ne, hier geht's nicht hoch. Aber es sieht relativ ähnlich aus. Hier, what? Wieso ist hier so ein Safe? Okay, wir müssen hier. Können wir da Zahlen eingeben? Okay. Ja, da müssen wir wahrscheinlich erstmal einen Code finden. Oh, das ist Licht. Dieser Teddybär liegt hier so suspicious. Boah, Alter. Okay, also, es stand gerade, ja, der Teddybär wird für immer an deiner Seite sein. Oh, gute oder schlechte Zeiten. Alter, was ist eigentlich hier passiert? Okay. Hier haben wir eine Note. Ich lese die mal und dann erzähle ich euch so etwa, was da drin steht. Okay, Janetta sagt irgendwas. Okay, die Notiz. Alter. Irgendwie, also wir hatten scheinbar einen Autounfall und wahrscheinlich ist dabei jemand gestorben, weil sie hat dabei geschrieben, ja, es ist nicht unsere Schuld an dem Autounfall, das ist ganz klar. Und, oh, Alter. Und, ja, dass wir scheinbar wahrscheinlich irgendwie im Koma liegen oder im Krankenhaus und das jetzt nur träumen. A bolt cutter. Digga, ich kann den aber nicht aufheben oder so, okay. Ja, wo war ich stehen geblieben? Dass das Ganze halt, wie gesagt, nicht unsere Schuld ist und so. Scheinbar sind wir im Koma, das wollte ich eigentlich sagen. Und ja, müssen wir jetzt da. Oh Gott. Ich weiß, wo wir hin müssen, warte mal. Ich weiß, dass wir hier hinten doch einen Stromkasten haben. Ja, bin gut, ne? Haben wir das mehr können. Wieso sind es hier schon wieder Stühle? Schon beim anderen Spiel waren es Stühle. Wie hier ist das nochmal? Ich weiß es nicht. Oder nicht mehr. Ist die Note anders? Nee. Okay, also ich habe halt, da hinten ist auch wieder ein Schuh. Tür ist immer noch zu. Also ich wollte. Ey, was ist denn los heute? Ich wollte sagen, dass wir wahrscheinlich in einem Koma liegen und so, weil sie hat auch gesagt, sie ist sich sicher. Wir werden aufwachen. Ja. Mal sehen, ob das ja passiert. Oder ich habe die Tür gehört. Wow, shit, Alter! Oh mein Gott! Boah! Zum Glück war der Sound nicht so laut, Digga. Ich hab mich komplett eingeschissen. Kam einfach von hier. Ich dachte, die hier hinten ist vielleicht so was wie eine Tür oder so. Alles noch gleich. Außer meine Sicht ist ein bisschen komischer. Bisschen verschwommen. Wir können übrigens auch nicht hier raus, leider. Ist vielleicht die Notiz jetzt anders? Nee. Schade. Der Radio ist irgendwie auch kaputt jetzt. Oh mein Gott. Alter, der ist ziemlich groß. Einmal haben wir auch. Vielleicht haben wir auch. Jetzt psychische Probleme nach diesem, Alter, nach diesem Autounfall und sehen deswegen die ganze Zeit wahrscheinlich jetzt an diesen Typen. Woran erkennen wir denn den Code von dieser Lampe? Was ist jetzt, wenn wir jetzt wieder ins Badezimmer gehen? Oder ein Jumpscare? Nee. Okay, die Tür ist immer noch zu, ich weiß nicht, wo es da hingeht. Ich würde gerne den Goldie herausfinden für den Safe, aber es ist auch nirgends eine Notiz oder so. Oder etwas versteckt. Yes, das heißt, hier kann ich irgendwas machen. Ja, bringt es nichts. Oh, ganz ruhig, okay.
Lol. Boah, ist das laut. Kann ich das auch machen? Einfach weggehen. Okay, der Alarm ist aus. Ist hier irgendjemand? Wahrscheinlich kommt jetzt hier ein Jumpscare, oder? Oh ne, ich sehe nichts mehr. Ah, okay. Where did the lever go? Ja, scheiße, jetzt ist er weg. Müssen wir den so suchen? Oh Gott. Das kann ja noch lustig werden. Ist die Tür jetzt offen? Nee. Haben wir eigentlich nur eine begrenzte Anzahl an Zündhölzchen? Oh, das ist Teddy, oder? Nee. Ah, das ist der Hebel. Das ist der da vorne hervor. Wir ignorieren es einfach und gehen nach hinten. Okay, irgendwas war ja hier. Oh nee, jetzt ist die Tür safe offen. Oh, da hinten ist sogar eine Tür offen. Bin nicht du. Er war hier schon. Wow. Alter. War hier schon immer eine Tür? Können wir jetzt hier rein? Nee. Okay, scheinbar ist da jetzt noch auch eine Tür. Okay, ich weiß nicht. Ja. Ach, er will doch nur, dass wir dorthin gehen. Aber wir müssen wahrscheinlich auch dorthin gehen. Okay, macht euch auf einen Jumpscare gefasst. Boah. Nee. Okay, wir verlassen jetzt unser Haus und sind jetzt im Treppenhaus oder so. Hallo? Oh ne, das war die Tür vom Anfang. Nee, nee, gar nicht. Was, hey? Oh nee, einfach durch. Okay, also wo sind wir jetzt? Ja, was geht hier ab? Ich verstehe es gar nicht. Haben wir hier irgendwas? Ja, und jetzt? Nein, jetzt sind wir gefangen. Oh, das Licht ist aus. Ah. Hallo? Wie geht es Ihnen? Wieso kommt das jetzt? Wieso wird mir jetzt gesagt... Wieso wird mir jetzt gesagt, dass ich rennen kann? Ich will das, glaube ich, nicht. Oh, da hinten ist einer. Alter. Aber er humpelt so komisch. Aber scheiße, das ist eigentlich nicht lustig. Ich sehe halt auch null. Das ist ein behindert in Streichhölzern. Wo sind denn diese verfluchten Computer? Da ist einer. Wow. Ist vielleicht besser, wenn wir schleichen? Wow. Oh mein Gott. Ja, er kommt direkt. Ja, geil, hier ist ein Sackgasse. Moin, ne? Ist aber auch laut, Junge. Vielleicht mal nicht. Hier ist einer. X. Hat er noch so hey gesagt? Ich glaube, finden wir den letzten Raum noch? Ah, tatsächlich. Wow. Alter, was soll ich denn machen? Dann kommt er direkt. Okay, aber wir haben... Alter, ist das laut immer. Okay, aber die Tür ist offen. Nice, lol. Holy crap, ja. Wie sagst du das? Hier, die Tür ist immer noch... Nee, hier war keine Tür. Also, er hat uns auf jeden Fall verfolgt. Hier ist was anderes. Die Notiz. Immer noch das Gleiche. Irgendwas was kaputt gekommen. Ach, hier. Oder auch. Nee, jetzt geht das nach und nach kaputt. Junge, lass mich doch in Ruhe. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Also. Lol. Crowbar. Ah, jetzt brauchen wir wahrscheinlich die Dings. Die Cutter da hinten, weil das steht ja auch. Der ist für dicke Ketten oder stärkere Ketten. Aber wieso brauchen wir denn den Crowbar? Wo ist der Crowbar? Keine Ahnung, wo der Crowbar jetzt hin ist. Vielleicht können wir mit dem ja den Safe aufmachen. Muss der Crowbar weg sein? Oh, ah, wir hatten den jetzt. Jetzt können wir hier die Wand wegmachen. Alles klar, Digga. Was für ein Office Key? Alter, was ist das für überhaupt für ein Raum, Junge? Wir sind komplett krank, Junge. Ah, okay, also die Tür ist jetzt verrammelt. Das haben wir aber noch nichts gefunden. Bin immer noch krank. Verstört von diesem Raum. Wieso das sind hier eigentlich so Haken, Alter? Ich kann Licht nicht mehr anmachen und ich kann auch den Dings hier nicht mehr benutzen. Ganz geil. Alter, das ist ja auch so ein Haken. Sind überall solche Haken. Ist hier irgendwas? Junge, was geht hier ab, ey? Jetzt hat der eine Kettensäge oder was? Digga, was ist denn hier los? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, Alter. Vor allem, wo passt der die ganze Zeit rum mit seiner Motorsäge? Oh. Holy shit, bin ich erschrocken, ey. Boah. Okay, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir im Büro scheinbar. Ah. Okay, also wir sind schon bei Tom und sie haben auch gerade gesagt, ja, der Doktor hat auch gerade gesagt, du bist mittlerweile in einem wieder besseren Zustand und sie bekommen dich wahrscheinlich wieder hin. Und da haben sie auch gesagt, ja, sie glauben an mich und pipapo. Und ich durchlebe hier so einen Albtraum, Alter.
Ich habe scheinmal keine Streichhölzer mehr, denn wenn ich F drücke, geht das nicht mehr. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht habe ich zu viel mehr gebraucht. Wieso ist jetzt hier schon wieder so ein Gang? Da war doch vorhin... das Ding. Das Office. Jetzt müssen wir nicht schon wieder durch solche Gänge rennen, oder? Space to jump. Oh lol, nee, oder? You're finally beginning to awake. Ja, das wird jetzt ein halbes Jahr brauchen. Alter, man muss immer vorne anfangen. Okay, wollen wir hier geradeaus oder da weiter rüber? Ich gehe mal geradeaus. Oh mein Gott, war das knapp gerade. Bitte nicht runterfallen. Decide oh Gott, when you wake up. That's my job. And you still have quite some ways to go. You think this was bad? You have no idea what's coming. Oh, nee. Oh Gott, Alter. Ah. Das war's. Ich dachte, es geht jetzt übel horrormäßig noch weiter. Während hier die Credits kommen, schalte ich jetzt einfach mal Musik um. Warte mal. Haben wir das Schnipsen gehört? Ich hoffe auf jeden Fall, ist jetzt einfach ein bisschen Hintergrundmusik. Ich nehme jetzt auch die Kopfhörer raus, weil sonst kann ich mich nicht konzentrieren, was ich sagen will. Also meins war ein cooles Spiel eigentlich. Hatte eine Mischung zwischen Atmosphäre und Jumpscares, was ich sehr cool fand. Es war auf jeden Fall ein intensives Spiel. Gerade ich hatte ein bisschen Angst, dass wegen dem Jump'n'Run, dass ich da ewig lange habe. War allerdings zum Glück nicht der Fall. Wo ich auch ein bisschen Bange hatte, war dieses Labyrinth-Zeug, dass ich das ewig nicht finden werde. Naja, okay, hier sehen wir jetzt auch nochmal meinen Score. Ich bin nochmal gestorben, habe nur einen Teddy collected und ich hatte 29 Minuten. Okay, das geht eigentlich voll klar. Genau, das war's mit Mainz Eis. Wie fandet ihr es? Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Do you see as you twist the tiles beneath?